Jennifer Hills, eine schreibwütige Romanautorin aus dem Big Apple, macht sich auf nach Louisiana, um in einer abgelegenen Hütte an ihrem nächsten Bestseller zu werkeln. Vor Ort macht sie erstmal Halt in einem Kramladen, um die Schlüssel abzugreifen. Ein Typ namens Earl spielt den freundlichen Schlüsselmeister und gibt ihr noch eine gratis Wegbeschreibung dazu. Jen hat eigentlich vor, sich in völliger Einsamkeit ihren Schreibkrämpfen hinzugeben. Doch kaum ist sie unterwegs, nimmt das Drama seinen Lauf. Sie verirrt sich komplett und muss in einer Tankstelle um Hilfe betteln. Dort trifft sie auf Johnny, den flirtenden Tankwart, der nicht nur Wegweiser spielt, sondern auch gleich versucht, ein bisschen zu schäkern. Jen haut aus Versehen auf den Panikknopf ihres Autos, was Johnny so erschreckt, dass er gleich mal was verschüttet. Seine Kumpels Andy und Stanley kriegen sich vor Lachen nicht mehr ein. Jen lässt den peinlich berührten Johnny zurück und zieht von dannen. Endlich in der Hütte angekommen, macht sie sich erst gemütlich und startet ihr Schreibabenteuer. Nach ein paar Tagen harter Arbeit gönnt sie sich eine Auszeit am See. Doch irgendwas stimmt nicht. Gruselige Geräusche stören die Idylle. Jen versucht sie zu ignorieren, aber irgendwann wird sie doch zu bunt. Sie schleicht zum Schuppen, findet aber nur ein paar Flaschen mit unidentifizierbarem Giftzeugs. Zurück in der Küche kleckert sie sich auch noch etwas über die Klamotten und marschiert in die Küche, um den Malheu zu beseitigen. Was sie nicht checkt, irgendjemand filmt sie heimlich, als sie da so halb entblößt rumsteht. Am nächsten Tag schnürt Jennifer ihre Turnschuhe auf und zischt durch den Wald. Dabei stolpert sie über eine verlassene Bude, guckt rein, aber nichts zu sehen, was ihre Aufmerksamkeit länger als 2 Sekunden hält. Zurück in ihrer kleinen Schreiboase entdeckt sie dann das nächste Desaster. Waschbecken und Kloschüssel sind dicht. Perfektes Timing, also trommelt sie den Klempner Matthew herbei. Der Mann ist zwar nicht der schnellste Redner wegen seines Stotterns, aber handwerklich fix. Kaum ist das Problem gelöst, gibt Jennifer ihm aus heiterem Himmel einen Schmatzer. Der arme Kerl ist so peinlich berührt, dass er quasi im Sprint verschwindet. Inzwischen treiben Andy, Stanley und Johnny im Wald ihr Unwesen, indem sie Vögel abknallen, nur so zum Spaß. Stanley, der anscheinend nichts Besseres zu tun hat, filmt das Ganze auch noch. Später verrät Matthew den anderen von Jennifers spontanem Kuss. Johnny will's erst nicht glauben, bis Tanya das Unterwäschevideo von Jennifer vorführt. Die Nacht darauf ist für Jennifer eine einzige Gruselshow. Wieder diese seltsamen Geräusche. Vor ihrer Tür liegt ein toter Vogel, aber sonst keine Gefahrensicht. Drinnen stößt sie auf ihrem Laptop auf ein Gruppenfoto der 3 Chaoten. Das Grauen packt sie. Die Jungs sind irgendwo im Haus. Johnny, Stanley und Andy machen ihr nun gemeinsam Angst. Stanley zückt sein Handy, ruft Matthew an und Johnny zwingt ihn, mit ihrem finsteren Spiel mitzumachen. Ob das wohl gut geht? Johnny setzt sich als Anführer in Szene und will Jennifer nötigen, Alkohol zu trinken. Als sie sich sträubt, steigert sich seine Wut und sie sieht sich gezwungen, nachzugeben. Dann verlangt er, dass sie ihr Gebiss zeigt und drückt ihr auf beunruhigende Weise eine Pistole ins Maul. Andy rückt ihr genauso unheimlich auf die Pelle, während Johnny Matthew dazu bringt, das ganze Elend mit anzuschauen. Doch Jennifer findet ihren Kampfgeist wieder, knallt Andy einen ins Knie und sprüht Stanley Pfefferspray ins Gesicht. Dadurch kann sie entkommen und flüchtet in den Wald. Dort läuft sie Sheriff Stork und dem Ladenbesitzer Earl über den Weg. Völlig verstört schildert sie den beiden, was passiert ist. Stork gibt sich beschützend, zeigt sein Abzeichen und verspricht, dass sie nun sicher sei. Er schickt Earl weg und bringt Jennifer zurück zur Hütte, um die Männer zu stellen. Stork brüllt nach den Jungs und durchsucht die Hütte, wo er eine zerbrochene Schnapsflasche und einen Joint findet, die angeblich Jennifer gehören. Anstatt sie zu beschützen, beginnt er sie zu verhören, als ob sie die Täterin wäre. Stork macht klar, dass er die Männer schon seit ihrer Kindheit kennt und ihre Seite einnimmt. Es wird noch bedrohlicher. Stork fordert Jennifer auf, aus dem Fenster zu schauen und nutzt die Gelegenheit, sie unpassend zu berühren, was offenlegt, dass er mit den anderen unter einer Decke steckt. Plötzlich kommen die Jungs herein. Stork richtet eine Schrotflinte auf Jennifer und befiehlt ihr, sich hinzuknien. Johnny packt sie, während er Matthew dazu auffordert, sich auszuziehen. Jennifer befindet sich in einer verzweifelten und gefährlichen Lage, umgeben von 5 rücksichtslosen Männern, deren Absichten alles andere als gut sind. Stanley filmt das ganze Drama, während Matthew Jennifer bedrängt. Nach dieser schrecklichen Erfahrung schafft es Jennifer, ihre verbliebenen Kräfte zusammenzunehmen und die Hütte zu fliehen. Sie irrt weiter durch den Wald und stößt erneut auf die Gruppe, die sie weiterhin quält. Andy drängt Jennifer zu einer schlammigen Pfütze und taucht ihren Kopf wiederholt unter, während sie wehrlos am Boden liegt. Stork, der Sheriff, zieht seine Hose aus und nähert sich ihr, ihre flehenden Bitten ignorierend. Nachdem sich die Männer nacheinander an ihr vergangen haben, kehrt Jennifer langsam ans Bewusstsein zurück, bedeckt mit Schlamm und Dreck. Sie findet auf und taumelt weiter in den Wald, in der Hoffnung, endlich echte Hilfe zu finden. Noch immer von dem Schrecken gekennzeichnet, erreicht sie eine Brücke.
die Männer noch immer dicht hinter ihr. Als Torque anlegt, um zu schießen, springt Jennifer in den Fluss und lässt keine Spur zurück. Die Männer suchen nach ihr, können jedoch nur das plätschernde Wasser finden. Sie entscheiden, alle Beweise zu vernichten, inklusive der Aufnahmen von Stanley. Stork kehrt nach diesem auftreibenden Tag heim, wohin seine Frau und Tochter Chastity empfangen, als wäre alles wie immer. Er verbringt eine ruhige Nacht zu Hause, ohne eine Spur von Gewissensbissen wegen seiner Tat. Am nächsten Tag schmeißt Stork die Hüttenschlüssel wie ein heißes Eisen auf Earls Tresen und labert was von wegen Jennifer hätte die Flatter gemacht, ohne ein Wort. Die Zeit reist weiter und die Truppe macht weiter, als wäre nichts gewesen. Nur Matthew schleicht mit schlechtem Gewissen durch den Wald. Plötzlich kriegt Matthew eine Vision von Jennifer, die ihn anstarrt, als wäre sie ein Geist. Der arme Kerl klatscht sich die Hände vors Gesicht und denkt, Jennifer ist auf der Geistermission, nur um ihn zu nerven. Unterdessen prosten sich Andy und Johnny auf ein paar Drinks zu. Als Stanley wie eine aufgescheuchte Henne angerannt kommt und jammert, dass ihm die Kamera geklaut wurde und er hat natürlich noch das Band, das besser niemand sehen sollte. Johnny flippt aus und fängt an, Stanley zu verdreschen, weil der Kerl echt keinen Plan hat. In derselben Nacht hört Johnny was krabbeln draußen und checkt die Lage, nur um den toten Vogel auf der Veranda zu finden. Er kickt den Vogel weg, aber schwupps hört er das Geräusch wieder und der Vogel ist wie durch Zauberhand zurück. Als das Geräusch nochmal ertönt und Johnny rausstürmt, steht Jennifer auf der Veranda, zischt aber, sobald er sie sieht. Total gruselig, oder? Stork kommt zu Hause an und seine Frau erzählt ihm, dass ein Paket angekommen ist. Zu seinem Entsetzen entdeckt er eins von Stanleys berüchtigten Bändern drin. Glück gehabt. Weder Frau noch Tochter haben es gesehen. Stork düst los, um die Bande zu treffen und die sind schon ganz nervös, als sie ihn sehen. Stork macht direkt Stanley zur Schnecke, weil er denkt, der will ihn veräppeln. Johnny springt für seinen Kumpel in die Bresche und zeigt auf Matthew, der schuld sein soll. Während dem Jagdausflug gibt Stork dem Earl schön Whisky und zack, erschießt ihn einfach, weil er zu viel gesehen hat. Matthew, immer noch mit seinen Visionen kämpfend, zieht sich zurück zur Hütte. Plötzlich hört er Jennifer rufen. Er geht rein, stolpert und knallt die Treppe runter. Licht aus. Als er wieder zu sich kommt, sitzt Jennifer da, auf dem Sofa. Sie bittet ihn, sich zu ihr zu setzen. Matthew bricht in Tränen aus und entschuldigt sich immer wieder. Jennifer tröstet ihn, schnürt ihn aber dann eine Schlinge um den Hals. Matthew keucht und entschuldigt sich weiter, aber Jennifer meint nur, sorry, das reicht nicht. Nachdem neue Beweise aufgetaucht sind, macht sich die Bande auf die Suche nach Matthew im Wald. Andy und Stanley entdecken eine verlassene Hütte. Andy geht rein, während Stanley draußen nach Matthew Ausschau hält und dabei Jennifer gegenübersteht, die ihm ein fieses Grinsen zuwirft. Als Stanley auf sie zugeht, schnappt eine Bärenfalle zu. Direkt in die Falle getappt. Andy hört das und will helfen, kriegt aber einen mit dem Schlagstock ab. Beide sind bewusstlos und als sie aufwachen, ist das Chaos perfekt. Jennifer hat Stanley an einen Baum gefesselt und hält ihm die Kamera ins Gesicht. Dann stopft sie ihm eine tote Ratte in den Mund. Das bringt Stanley natürlich zum Kotzen. Jennifer filmt das ganze Spektakel und hängt Fischhaken in seine Augenlider, damit er auch ja nichts verpasst. Dann kommt der Fisch zum Einsatz und seine Innereien landen auf Stanleys Gesicht. Der Gestank lockt Krähen an, die sich gierig auf seine Augen stürzen. Währenddessen erwacht Andy im maroden Haus, gefesselt über eine Badewanne. Das Wasser steigt und Jennifer, der Racheengel, checkt die Lage. Andy bettelt, aber Jennifer hat andere Pläne und taucht seinen Kopf immer wieder ins Wasser. Dann wirft sie die Lauge rein und nimmt ein Brett weg. Andy versucht sich oben zu halten, aber seine Kräfte schwinden. Er fällt ins Wasser und die Lauge tut ihr Übriges. Ende der Vorstellung für Andy. Am nächsten Morgen macht Jennifer einen Stopp an der Tankstelle, wo Johnny jobbt. Mit einem kurzen Rock macht sie ihm schöne Augen und schnappt sich ihn, kaum dass er näher kommt. Ihr Racheplan ist in vollem Gange. Sie verschleppt ihn zurück zur Hütte, um dort ihren Zorn rauszulassen. Als Johnny zu sich kommt, hängt er nackt von der Decke und das Drama nimmt seinen Lauf. Jennifer, die jetzt in Zahnarztmanier auftritt, zerrt ihm mit einer Zange die Zähne raus, damit er mal fühlt, was er angetan hat. Dann holt sie eine Pistole, stopft sie ihm ins Maul, so wie er es mit ihr gemacht hatte. Johnny versucht noch zu lachen, aber das macht Jennifer nur noch rasender. Mit einer Heckenschere macht sie kurzen Prozess und seine Wehklagen enden schnell. Jetzt geht's um den letzten auf ihrer Liste, Stork, der Sheriff. Er kriegt einen Anruf, dass der Lehrer von Chastity da ist. Am Telefon ist aber Jennifer, was ihn total aus der Fassung bringt. In Panik rast er nach Hause, nur um festzustellen, dass seine Tochter mit Jennifer unterwegs ist. Stork landet auf einem leeren Spielplatz. Chastity nirgends zu sehen.
Die Sorge packt ihn und als er zum Polizeiwagen rennt, kriegt er von Jennifer eins übergebraten. Als Talk seine Aufgaben aufmacht, merkt er, dass er in der Hütte festcheckt und das Ganze gar nicht gut aussieht. Ein Gewehr steckt ihm in einer ziemlich ungünstigen Position. Jennifer zeigt keine Gnade und redet darüber, wie süß Chastity ist, während sie ihm erzählt, wie jemand es überhaupt fertig bringt, eine Frau so zu behandeln. Sie schiebt das Gewehr noch ein Stück weiter und Stork denkt, er ist im falschen Film. Auf der anderen Seite des Raums zeigt sie dann, dass Matthew noch am Leben ist, nur eben bewusstlos. Eine Schnur vom Abzug des Gewehrs ist um Matthews Handgelenk geknotet, was bedeutet, dass eine falsche Bewegung alles beenden könnte. Stork fleht wie noch nie in seinem Leben, aber Jennifer ist wie ein Stein und zieht einfach ab. Draußen wartet sie geduldig, dass sich das Drama von selbst erledigt. Als Matthew dann aufwacht, versucht Stork, ihn auf den neuesten Stand zu bringen, doch das bringt Matthew nur dazu, panisch zu werden und letztlich den Abzug zu ziehen. Game over für beide. Draußen schnallt Jennifer, dass ihre Mission erfüllt ist. Mit einem zarten Lächeln erkennt sie, dass sie ihre Rache bekommen hat. Nachdem sie das Unvorstellbare durchgemacht hat, war es für sie klar. Sie lässt nicht zu, dass diese Typen als Gewinner dastehen. Sie hat es in die eigene Hände genommen und ihnen genau das zurückgegeben, was sie verdient haben. Jeder der Kerle hat am eigenen Leib erfahren müssen, was sie durchgemacht hat. Jennifer hat ihren Schmerz in eine unbeugsame Stärke verwandelt. Und das war das Ende vom Film. Wenn ihr soweit geguckt habt, abonniert den Kanal, liked das Video und kommentiert ein rotes Herz für mehr Content.